Wow! Ios, gib euch ab! Und die Puff. Der kommt einfach aus dem Boden, Alter. Ist euer Ernst jetzt, Alter? Geschützkisten, die wir haben. Die Oase. Was verdammt nochmal ist hier passiert? Die Person, nach der Beatrice sucht, muss hier irgendwo sein. Ja, bestimmt irgendwo, ja. Holy poop. Ja, Alter, friss mich doch direkt auf. Kommen die jetzt wieder hier einfach aus dem Boden? So, und die da möchte ich jetzt töten, ohne dass sie mich vorher nicht sieht. Geht das? Ja. Schön unten rein. Stiller Henker-Trophäe. Geh noch nicht mehr. Adam, da drüben. Ich sehe jemanden. Was macht er denn da? Oh, es ist Clyde. Das gibt's ja nicht. Hätte nicht gedacht, dass der noch lebt. Manche Menschen wandern lieber umher, statt einfach nach Zion zu kommen. Am Ende geht es ihnen allen gleich. Also, fast. Das ist... Ich weiß, was du sagen willst. Du kannst dir versuchen, mit ihm zu reden, wenn du dich dann besser fühlst. Thank you.
aus, als sei er tief hinabgesunken. Aber sieht nicht so aus, als hätte ein Nativer angegriffen. Nein, sieht eher aus, als sei er während der Flucht von hinten mit einer Klinge verletzt worden. Vielleicht... Darf ich jetzt angeln lernen? Oh. Hey, du darfst hier nicht sein. Ein Nativer könnte dich finden. Das. Was? Wieso ist dir denn das so wichtig? Hey, ignorierst du mich? Ja, ich muss angeln. Prüf das Werkzeug auf manuelle Daten. Es ist keine Waffe, vielleicht ein Werkzeug zum Sammeln von etwas. Es ist elastisch, aber nicht sehr robust. Und dünn. Würde mich nicht wundern, wenn es kaputt geht. Digga, was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Nicht so einfach, hä? Nee, das ist... Gibt's dafür eine Schiefe bitte nicht, Alter. Jetzt kriegst du eine spannende Mucke dazu. Hopp ein. Ja, für so einen kleinen Gammelfurz. Hier, Bruder, hab'n Fusch. Oh, das ist ja mal eine Überraschung.
Sind alle Engel bei dem, was sie tun, so fürchterlich begabt? Das war keine Begabung. Du bist überrascht. Das hätte ich von jemandem, der an so einem Ort haust, nicht unbedingt erwartet. Als der Untergang der Kolonie uns alles nahm, war das Fischen das Einzige, was mir noch blieb. Verseuchte Flüsse in der Stadt, Stauseen im Untergrund, karge Ufer. Ich bin überall rumgekommen, immer mit meiner treuen Angel in der Hand. Wenn ich ehrlich bin, habe ich damals wohl schon aufgegeben. Das ist... Aber das ist gefühlt eine Ewigkeit her. Ich bin jetzt schon eine Weile hier. Sieh nur, das Wasser ist klar, wunderschön. Die ganze Welt ist eine Müllhalde. Ich kann mir keinen schöneren Ort als diesen hier vorstellen. Scheiß auf Mother's Sphere. Früher habe ich einfach alles verflucht. Aber wenn ihr Wille mich an diesen Ort geführt hat, kann ich wohl damit leben. Du... Verstehe. Du hast viel durchgemacht. Jeder hier hat viel durchgemacht. So ist unsere Welt. Genau wie du, nicht wahr? Ich will ja nicht über die Zukunftspläne eines Engels mutmaßen. Aber komm wieder, wenn du dich fürs Fischen interessierst. Ja. Engel. Das Wetter in der Oase ist heute einfach nur besonders schön. So sorglos wie immer also. Also, was führt dich hier? Du gehst schon, wenn du zufällig an mich denkst. Okay. Dose! Traubennektar! Nice! Oh mein Gott. Thank you.
Mit raus. Alles okay? Du brauchst Hilfe. Du hast ganz schön was abbekommen. Schon gut, das ist nicht wichtig. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Erzähl mir mehr. Der Hauptmann hielt die Sandstürme in der großen Wüste für eine Anomalie. Deshalb sollten unsere Soldaten sie untersuchen. Das Ödland Sonderkommando wurde mit der Mission beauftragt. Als wir die Überbleibsel der Kolonie und die Archive in den Ruinen durchsuchten, fanden wir heraus, dass das Terraforming-System defekt war und das gesamte Gebiet in eine Wüste verwandelt hat. Richtung Süden gibt es einen Turm. Wegen des Sandsturms kann man ihn von hier nicht sehen. Mit den Wartungsdrohnen wollten wir den Solarturm neu starten, um das System wieder mit Energie zu versorgen. Hey, du musst erstmal versorgt werden. Schon okay. Wir hatten 4 Drohnen und kämpften uns zum Kontrollraum des Turms vor. Es war so dumm von mir, dort nicht mit einem irren Nativer zu rechnen. So viele meiner Leute wurden getötet. Ich habe nur knapp überlebt. Engel, würdest du bitte? Die Drohnen, die wir bereits hatten, liegen bestimmt noch in der Nähe des Turms. Aktiviere alle Drohnen und bring den Turm wieder zum Laufen. Wenn du das schaffst, tust du uns einen Riesengefallen. Und meine Leute sind nicht umsonst gestorben. Okay, ich kümmere mich drum. Und du behandelst bitte deine Wunden. Danke. Gehen wir mal einen Blick. Vielleicht ist da etwas Nützliches.
You died. Versaillons Regeln brechen und die Wüste verbannt. Die meisten davon waren Mörder. Die Menschen im Exil müssen die Leute in Zion doch verabscheuen, oder? Ja, es gab eine Reihe von Angriffen auf die Sentinels. Also sei vorsichtig in der Wüste und bleib auf der Hut. Okay.
Die Wartungsdrohne. Äußerlich scheint sie noch intakt zu sein. Insgesamt waren es 4, oder? Hoffentlich sind alle noch intakt. Dienstdrohne aktiviert. Ja. In der Nähe wurde eine Einrichtung mit Wartungsbedarf entdeckt. Beginne Wartungsarbeiten. Oh, tschüss. Guten Flug. Ja, Kakao, bis zum nächsten Mal. Sentinel. Ja. Wohl einer von Mews Leuten. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. So, was heißt denn darüber? Liegt was drauf. Wie komme ich da hoch? So. Da oben ist eine Drohne. Okay, so schon mal aktivieren. Hoffentlich gehen die dann später einfach alle an.